Stell dir vor, du bist in deinem Haus, Mietshaus, und aus der Nachbarwohnung hörst du mit einmal dumm, 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 dumm. Du denkst, wow, ist ja eigentlich kein schlechter Ton, kein schlechter Rhythmus, aber um diese Uhrzeit hast du keinen Bock da drauf. Und du trommelst den gleichen Ton oder den gleichen Rhythmus zurück. Ja, was du vielleicht als Ruhestörung in der Nacht wahrnimmst oder vielleicht als spannenden, interessanten Ton wahrnimmst, das ist vielleicht der Hilfeschrei deiner Seele. Denn drei kurz, drei lang, drei kurz bedeutet SOS. Das wiederum bedeutet, wenn du die Kommunikationssprache des Signals nicht verstehst, kann jemand im Nebenraum, weil er nicht schreien kann, SOS klopfen. Und du verstehst es nicht. Du denkst, es ist ein interessanter Rhythmus. Oder du nimmst es als Schmerz wahr, weil du den Sprachkontext nicht verstehst. Das System aber schickt dir ein Signal, aber du verstehst es nicht. Ja, und ich glaube, das kann man sich so ein wenig vorstellen. Wir verstehen Tiere nicht und bis vor wenigen Jahren, heute glauben immer noch einige, dass es so ist, aber bis vor wenigen Jahren wussten noch nicht mal Wissenschaftler, wie hochkomplex zum Beispiel das Bellen eines Hundes oder das, was ein Elefant als, nennen wir es, Sprache nach außen posaunt. Wie hochkomplex und unterschiedlich diese Rhythmen und diese Informationen da drinne sind. Wir haben einfach gedacht, der Hahn macht nur Kikeriki, aber der Vogel macht nur Piep Piep. Aber in Wirklichkeit ist das Kommunikation. Und wenn wir die Art der Kommunikation nicht verstehen, was dann? Dann leiden wir. Depressionen, Reizdarm, Ängste, Phobien, Schmerzen und Schlafstörungen. Alles sind Informationsprozesse. Sie zeigen, dass innen etwas nicht stimmt und du im Außen, du als Bewusstsein es wahrnimmst. Ja, und das ist genau das, was ich in meinen Sitzungen umsetze. Ich kommuniziere auf der bewusst-unbewussten Ebene mit den tiefer liegenden Systemen, die in der Lage sind, sowohl sprachlich komplexe Prozesse zu nutzen, als auch körperliche Symptome, also Informationen zu nutzen. Und wenn dich das Thema interessiert, bleib einfach dran, schau dir einige meiner Videos an und wenn es dir gefällt, Daumen hoch und werde Abonnent. Dann kriegst du immer dann, wenn etwas Neues kommt, eine Information, wenn du zusätzlich die Glocke aktivierst auf YouTube.